Kind von ihr lassen, okay? Ich glaube auch nicht. Sie lassen sich verwirren. Ich habe sie davor gewarnt. Wo verdammt sind wir hier? Ich versteh's nicht. Was passiert hier? Ruvik weiß, dass sie hier sind. Er nährt sich von ihnen. Aber es gibt wichtigere Probleme. Dieser Detective. Joseph ist kein Problem. Er hat nicht mal Verdacht geschöpft. Er ist entbehrlich. Wie deutlich muss ich werden? Beseitigen Sie ihn. Das ist ein Befehl. Joseph zu töten wird mir nicht helfen, Leslie zu finden. Man kann ihm nicht trauen. Er wird sich gegen sie stellen. Wie alle, wenn sie erfahren, wonach sie suchen. Sie wurden gewarnt. Sie sind schwach, Kid. Und sie enttäuschen uns. Alles okay, lol. Alles okay. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ich weiß, wer du bist. Du wirst ihn nicht bekommen. Du hättest seine Befehle befolgen sollen, Kid. Und jetzt? Bitte was? Nein! Ich werde dich umbringen, Kidman. Ich lasse ihn einfach mal am Leben, in der Hoffnung, dass er uns dann irgendwie in Ruhe lässt. Das ist aber echt mies. Ich weiß alles über dich, Kid. Ich weiß, wer du bist. Oh Mist, der kommt. Der Drecksack. Das besteht zwar aus Schleichen, aber wir haben schon ein bisschen mehr Action gehabt. Wir haben schon eine Waffe gehabt und alles. Aber, oh nein, nein, diesen Glasscherben. Fuck, 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 fuck. Oh Mann, 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 Mann. Zeig dich, verdammt! Da bist du ja. Bleib. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Okay. Ich muss ihn umbringen, okay. Dann machen wir das doch. Nein, 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 nein. Ciao.
Mann, nein! Mann! Du Sch... Ja, genau. Gib ihm mit den Hochhackigen. Jawohl. Willst du mich verarschen? Weit kannst du nicht sein. Das glaube ich ja nicht, ey. Mann! Wir hatten ihn schon fast gerade. Sei kein Feigling. Komm her, verdammt! Fick dich, Kidman! Was? Der sollte sich was schämen, sowas zu sagen. Der sollte sich schämen, sowas zu sagen. Ehrlich. Wo ist Wasser, Elmo? Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Oh, jetzt wird aber, glaube ich, ein bisschen aggressiver, ne? Kann das sein? Na, komm her. Komm. Ich werde dich umbringen, Kidman. Blöder Josef. Was ist los? Kannst du dich mal entscheiden, wo du hingehst? Jetzt machen wir ihn alle. Boah, was? Was? Scheiße! Wo war denn noch eine Axt? Hat einer zufällig noch eine Axt gesehen? Ich habe keine Axt gesehen. Hat einer noch irgendwo eine Axt gesehen? Ich höre übrigens den Speicherpunkt. Ah, hier. Ich höre übrigens den Speicherpunkt. Von, Basti Castellanos. Wo ist der? Mist. Ich werde dich umbringen, Kidman. Woher weißt du denn, wo wir langlaufen? Lol. Der hat auch irgendwelche psychische Probleme, oder? Ich erinnere mich an The Last of Us. Ja, ein bisschen, das stimmt. So dreckig lachen kann ich auch. Guck mal. Was? Was? Josef. Warum zwingt ihr mich dazu? Verdammt, Josef. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Gibt es Taten, für die sie sich schämen? Ja, die gibt es. Es gibt Sachen, worauf ich nicht stolz bin, sagen wir mal so. Oh, ich habe eine Waffe. Die mal wieder leer ist, natürlich. Speicherpunkt. So, wo sind wir jetzt? Okay. Wir haben also Josef erledigt. Und, Das Haus. Nein, das kann nicht sein. Ich hab mal jemanden ins Bein gebissen. Oh, okay. Omi, bist du's? Hast du mir Kuchen gemacht? Omi, ich will da nicht lang. Ich will da nicht hin. Omi? Was da? Was ist denn da? Mama Alter! Saß in ihrem Schaukelstuhl und schlug die Zeit bis zum nächsten Gottesdienst tot. Sie hat so wenig Zeit mit uns verbracht.
Ich frage mich, warum sie überhaupt Kinder hatte. Oh, auf mich so eine Scheiße. Mann. Miss Kidman, bitte erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Nächste Frage. Nein, wir haben dieses Gespräch schon so lange hinausgezögert. Es ist wichtig, damit wir Sie besser verstehen. Sie haben sich nie um mich gekümmert. Ging immer nur um Ihre Kirche. War aber eher eine Sekte. Es war wie eine Strafe. Nichts, was ich getan habe, war gut genug für Sie. Wurden Sie misshandelt? Nein. Eher ignoriert. Als ich abgehauen bin, war Ihnen das egal. Sie haben nicht mal nach mir gesucht. Und Sie wollten nie zu Ihnen zurück? Doch. Ein paar Jahre später. Sie waren fort. Alle waren fort. Es war, als wäre die ganze Stadt umgezogen. Ich hätte etwas empfinden sollen. Habe ich aber nicht. Und wie denken Sie jetzt darüber? Immer noch so. Sollen Sie doch verrotten. Aber es ist eigenartig. Es gab eine Statue in der Stadt. Ein Engel, der das Gesicht in die Hände gelegt hatte. Als ich klein war, dachte ich immer, er sei traurig. Jetzt glaube ich eher, dass selbst die Statue wusste, wie erbärmlich das Leben dort war. Ein schrecklicher Ort. Wir kennen diesen Ort. Da waren wir gewesen mit Basti Castellanos im Hauptspiel. Und das scheint anscheinend, sieht es so aus, wäre das hier so ein bisschen die Vergangenheit von Kidman auch. Harry und Toto. Kennst du Morg vom Ork? Ja. Morg vom Ork. Oh, hübsche Kinderzeichnung. Ja, super. Ist ja sehr beruhigend in so einem Horrorspiel. Aha. Die obligatorischen Käferbilder von Resident Evil gibt's natürlich auch. Was wollte ich gesagt haben? Da waren kurz zwischenzeitlich ein paar Kommentare, wo ich wohl gelesen habe, dass das Spiel auch, ob es immer noch so schleichend ist. Wie gesagt, wir haben ein bisschen mehr Action gehabt, auch mit Schusswaffen und so, wo wir ein bisschen so interagieren konnten mit einer Waffe. Aber nicht so wie im Hauptspiel. Es ist mehr halt, wie gesagt, so ein bisschen Psycho und Gruseln und so, wie es hätte, wie gesagt, das Spiel hätte sein sollen, das Hauptspiel. Und ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Die Engelstatue. Oh mein Gott. Was wird uns hier erwarten? Ich weiß es nicht. Ich habe, genau, wann ich aufgehört habe zu streamen. Ich habe so gegen 12 Uhr aufgehört zu streamen. Gestern. Und, okay, verschlossen. Genau, so gegen 0 Uhr. Sie hat die Haare schön, sie hat die Haare schön. Sie hat die Haare schön. Und das ist übrigens der Markt, wer sich noch erinnert aus dem Let's Play, wo wir Evil Within gespielt haben. Da waren wir mit Basti und mit Josef hier. Und wir kamen von... Moment, ich muss mal kurz mich orientieren. Das müsste von da, genau, von da kamen wir. Da war doch der riesige Hund. Was? Nachts schaute ich auf die Statue mitten in der Stadt. Sie schien um das vergeudete Leben an diesem Ort zu trauern. Die ist aber weg. Ja, da war der riesige Hund. Du hast recht, Iceman. Ich... Oh, hör auf! Das ist Giselas Kopf, sag ich schon. Inges Kopf. Das ist Inges Kopf, oder? Tatsache, Inges Kopf. Oh, ist das hell. Boah. Okay, wir müssen anscheinend noch einen Strahler finden. Und der wird wahrscheinlich da hinten sein. Zimtklops. Puh. Ist ganz schön anders, das Spiel, also das DLC. Vergangenheit. Stan erschafft das. Ich muss sagen, holla die Waldfee. Auch wenn ich so weit weg sitze vom Bildschirm, habe ich ganz schön Schiss in der Buchse. Also der Köttel, der guckt schon.
Hallo, lass mich raus! Ich hab Angst. Was war das? Scheinwerfer. Die Form dieses Scheinwerfers kommt dir merkwürdig bekannt vor. Es ist voller Fettspritzer und riecht nach Blut. Okay. Das macht's nicht. Das. Alter, hör auf. Das macht's nicht einfacher. Schaut so aus, wo ist der Rest von ihr? Ich hab keine. Ist sie vielleicht jetzt nackt oder so? Inge, bist du hier? Die gute Inge. Das ist bestimmt Inge Meisel. Da ist auch irgendwie. Ah ne, von da kamen wir, ne? Genau. Bah, nimm den Lappen aus dem Gesicht. Warum habe ich nur so das Gefühl, dass es nicht so einfach ist, jetzt da irgendwie was anzuleuchten? Kommt bestimmt noch Franzi, was? Sehr schön. Müssen wir trotzdem noch einen finden, ne, oder? Oder reicht das schon? Anscheinend nicht. Inges Nightlife-Show. Ja. Inge, oh Inge. Okay, wir müssen wahrscheinlich... Ja, ich glaube, wir müssen einen Scheinwerfer noch finden, damit wir die Tür aufkriegen. Gleich kommt die Omi aus Daylight, ich glaube auch. Also wenn das... Überleg mal, wenn das so Ego-Perspektive so ungefähr gewesen wäre. Boah, dann wäre das so geil. Aber ist schon gruseliger wie das Hauptspiel, finde ich. Könnt ja gerne selber mal schreiben, was ihr meint, wie euch das bisher jetzt gefallen hat. Ich meine, ihr habt ja gestern schon gesehen und die, bis jetzt, wo wir bis jetzt gespielt haben, was haltet ihr davon? Ist es besser wie das Hauptspiel? Gruseliger, atmosphärischer? Oder was meint ihr? Oder ist es totaler Müll? Würde mich mal interessieren. Inge Meisel ging zum... Okay. Oder bist du der vierte Scheinwerfer? Ah, Moment, stimmt. Hast du recht. Danke, Smorgs. Das ist echt ein guter Tipp von dir. Das kann sein, dass wir mit der Taschenlampe drauf strahlen müssen. Hey, da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank für den Tipp. Ich finde das sehr geil. Ich sag ja, ich stream so gerne mit euch zusammen, weil da kann man echt tolle Sachen mitmachen. Tatsache. Ist ja unfassbar. Vielen Dank, Smorgs. Oder um sich bügeln zu lassen. Es ist besser als, okay. Ich kapiere nix mit diesem Ruvik und so. Ja, das mit der Story und so, das ist ein bisschen verwirrend alles. Stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Okay, findest du besser? Franzi? Also ich auch. Ich find's viel, viel geiler. So hätte echt das Hauptspiel sein sollen. Klar, mit dem Schleichen kann man sich jetzt wirklich drüber streiten, ob es jetzt dann wirklich besser ist, dass man sehr, sehr viel schleicht und. Aber ich find's geil, wir haben noch nicht so viel mit Waffen zu tun gehabt und. Was ist das denn? Sind das Riesenfinger? Ach nee, das sind diese Säcke, ne? Stimmt ja. Hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen Zuschauer. Mein Gott, seid ihr denn wahnsinnig? Im Leben und in Gedanken suchen wir stets nach einem sicheren Ort, an den wir immer zurückkehren können. Hehe. Wir erschaffen diesen Ort im Geist und fühlen uns von ihm angezogen. Sie hatten ein Zuhause, aber nun ist dieser Ort hier bei uns. Okay, nun ist dieser Ort hier bei uns. Das klingt super. Ich spiele im Moment an Bloodborne und will mal was anderes sehen. Ah, okay. Ja, ich auch. Ich spiele auch sehr, sehr viel Bloodborne. Und ich finde, es ist ein sehr geiles Game. Ein sehr, sehr geiles Game. Ich höre was baumeln. Ich sehe auch was baumeln. Ja,
Hätte man mal die Rätsel und die knappe Munition im Hauptspiel gern gemacht. Ja, finde ich auch. Find's beides gut. Ja, es ist kein so schlechtes Spiel, aber storymäßig ist schon echt, echt, oh, Entschuldigung. aber Story ist schon echt so, naja, aber das hier, wow, bin echt beeindruckt. Bin gespannt, wie die anderen DLCs werden. Hey, Mimi. Snowball. Na du? Erstmal gegen den Sack treten. Erstmal in den Sack treten mit den Hochhacken. Da steht er da drauf. Ja. Ah, so, genau. Huch, hallo? Was liegt denn da? Hey, was zu lesen oder was zu hören? Ruben hat keine Ahnung, was er getan hat. Aber es ist ihm auch egal. Typisch. Er hatte noch nie Angst vor Mobius. Der Stamp-Prototyp funktioniert, aber nur wenn Ruben angeschlossen ist. Er hat das System so angepasst, dass es nur mit seinem Hirnwellenmuster funktioniert. Ich habe ihn zu lange mit dem Ding allein gelassen. Ihm blind vertraut. Trotz meines Wissens kann ich das System jetzt nicht mehr in Ordnung bringen. Ich kann nicht einfach einen Knopf drücken. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Die wissen das auch. Aber dafür halte ich nicht den Kopf hin. Ich werde ihn die Sache in Ordnung bringen lassen. Ich will nicht wissen, was sie mit ihm machen, wenn er sich weigert. Gleich schlägt wer Kalmund zu, ja. Wow, wunderbar. Und wir speichern. Hauptstory, ein kleiner Shooter hier mehr. Ja, das stimmt, mit Hirn. Hier haben sie sich viel mehr Mühe gegeben, was das Ganze so angeht, mit diesen ganzen Horrorszenarien, mit Gruselfaktor, mit Schleichen und so. Auch wenn ich kein großer Freund bin von so Schleichsachen, aber ich finde es bei so Horrorgame kann man das ruhig mal machen. Und diese Schockmomente in dem Spiel sind sehr, sehr geil in Szene gesetzt, also jetzt hier im DLC. Was wirklich, mir kommt es manchmal so vor, als wäre das hier so das, was sie eigentlich machen wollten im Hauptspiel, aber vielleicht keine Zeit hatten. Und jetzt erstmal richtig beweisen, was sie wirklich eigentlich wollten. Naja, so kommt es mir eigentlich vor. Magst du die Sendung The Walking Dead? Ja, ich habe angefangen zu gucken, die erste Staffel. Ich bin momentan so am Anfang, so die ersten Folgen zu gucken. Gucke ich sehr, sehr gerne, bin ich ganz ehrlich. So, bin wieder da, Flex. Hallo, Psycho. Jetzt hast du Mieze, ihre Futterquelle gesehen, genau. Jetzt hast du sie gerade gesehen. Das ist unglaublich. Ja, wunderbar, unglaublich. Jetzt hier geht die Katze also immer futtern. Naja, das ist echt super. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ich bin gespannt. Ich höre schon was. Hallo Jungs, da oben steht jemand. Da stehen zwei. Und ich habe keine Waffe. Ich habe immer noch nur noch meine Taschenlampe. Das ist doch ein Witz. Die Glocke zieht sie also an, okay. Aber die Glocke ist ja bei der Kirche, wo wir auch im Hauptspiel waren, bitte, mit Basti. Lass es Leslie sein. Und ich glaube, ich weiß, wo wir hinkommen werden, wenn wir durch dieses Tor gehen. Aber ich würde sagen, wir gehen durch dieses Tor erst in einer weiteren Folge und in einer weiteren Episode von The Evil Within The Assignment. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt auch fleißig gespeichert. Und wir haben es jetzt ja auch gleich 12 Uhr. Und ja, wie gesagt, die Folgen landen auch auf YouTube. Da könnt ihr alles nochmal ganz verfolgen. Dann, wie gesagt, jeden Tag so gegen 7 Uhr, 19 Uhr wird da eine Folge veröffentlicht. Ich möchte mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken an alle, die da gewesen sind. Wirklich alle, die da waren und auch noch da sind. Fürs Zusehen.
Und auch neu gewonnene Follower oder so, ja, bin ich sehr, sehr dankbar, auch für die, ich weiß gar nicht, wie viel da steht, jetzt 29, ich weiß gar nicht, was auf dem Rechner steht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir treu bleibt und vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid und da gewesen seid, vorhin auch noch und vielleicht wieder neu dazugekommen seid. Ja, das soll's für heute gewesen sein mit der Let's Play Live Show. Wir sehen uns dann Freitag um 20 Uhr wieder. Ja, also eine ganze Woche wieder ohne mich. Außer es gibt einen Sonderstream in der Woche. Das werde ich aber wahrscheinlich auf Facebook dann wieder ankündigen. Reflex GER einfach mal auf Facebook suchen oder die Let's Play Leerzeichen Live Show, die Facebook-Gruppe. Könnt ihr mich da auch abonnieren. Ich wünsche euch jetzt noch ein restliches schönes Wochenende und ja, euer Reflex ist raus und sagt Tschüss bis Freitag. Macht's gut, ciao!